Hallo und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnichte von Alfons Zeileis. Heute habe ich euch etwas ganz Besonderes aus dem Nachlass der Zeileis-Familie mitgebracht. Dieses Kochbuch von 1883. Es feiert dieses Jahr seinen 140-jährigen Geburtstag und hat den Titel Supp, Gemüs und Fleisch. Welche Rezepte in diesem Buch enthalten sind, ob es auch schon vegetarische Rezepte gab, und welche Küchengeräte man für die Zubereitung der Mahlzeiten benötigt hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Schauen wir in das Inhaltsverzeichnis dieses wunderbaren Kochbuchs. Es entspricht zum erheblichen Teil dem Inhaltsverzeichnis eines Universalkochbuchs, wie zum Beispiel Ich helfe dir kochen. Das soll keine Werbung für dieses Buch sein, nur ein Beispiel. Im Detail weicht das Buch von 1883 in der Aufteilung ab. Der Begriff Vorspeise fehlt, ebenso wie der Begriff Nachspeise. Suppen nehmen wesentlich mehr Raum ein, dazu kommen Suppenklößchen, denn die Suppe konnte durchaus eine eigenständige Mahlzeit sein. Fleischrezepte werden nicht nach Tierart unterteilt, sondern nach Zubereitungsart. Den Punkt Grillgerichte gibt es nicht. Zusätzlich gibt es Pasteten und süße und saure gelierte Speisen. In diesen konnte man alles verarbeiten, was übrig war oder nicht so edel. Für die Soßenrezepte gibt es ein eigenes großes Kapitel, welches bei Ich helfe dir kochen nicht existiert. Damals ging man ganz offensichtlich modular vor. Gemüse, gegebenenfalls Beilage Fleisch oder nicht, und Soße. Kompott war damals ein beliebter Nachtisch und auch eine Beilage zu anderen süßen Speisen. Zu erwähnen wäre hier besonders das Kapitel Puddings. Das, was ihr heute als Pudding aus dem Päckchen kennt, ist nichts anderes als Stärke und Aroma, welches teuer vermarktet wird. Eigentlich ist das kein Pudding, sondern ein Flammerie. Ein richtiger Pudding wird in heißem Wasser gekocht. Diese Puddings konnten süß oder salzig sein. Im Buch befindet sich zum Beispiel ein Rezept für Biskuitpudding, welcher mit 8 Eiern und einigem Zucker zubereitet wird. Eier und Zucker werden schaumig gerührt, mit dem steif geschlagenen Eiweiß vermischt und dann eine Dreiviertelstunde gekocht. Damals war ohnehin, wenn es nicht gerade Sommer war, der Ofen geheizt, so dass es keine zusätzliche Energie kostete, einen Topf mit Wasser bis zu 2 Stunden kochen zu lassen. In Deutschland werden solche Puddings heute kaum noch gekocht. In England wäre der Christmas Pudding ein schönes Beispiel für einen solchen Pudding. Interessant ist dieses Rezept auch im Hinblick auf die Küchengeräte. Es gab damals keinerlei elektrische Küchenmaschinen. In diesem Rezept müssen die Eigelbe mit dem Zucker per Hand schaumig gerührt werden. Auf dem Bild seht ihr Elisabeth Zeileis, die Frau von Alfons Zeileis. Sie verrührt oder schlägt etwas, möglicherweise für einen Kuchen. Die Eiweiße wurden ebenfalls per Hand steif geschlagen. Das machte man nach einem anderen Kochbuch dieser Zeit wie folgt. Etwas Eiweiß wird auf einen Teller oder eine Untertasse gegossen und so lange nach einer Seite mit einer hölzernen Gabel durchgepeitscht, bis es sich in einen festen Schaum verwandelt hat. Es gab damals auch schon Schneebesen, mit denen man Eischnee schlagen oder Eigelb mit Zucker schaumig rühren konnte. Das war auf jeden Fall ordentliche Muskelarbeit. Ein Teekuchen musste 30 bis 45 Minuten gerührt werden, um genug Luft in den Teig zu bringen. Da bekommt man auf einmal Achtung vor diesem scheinbar so trivialen Gebäck. Interessant ist auch, dass das neue und das alte Kochbuch beide auf das Thema Haltbarmachen eingehen. Im neuen heißt das Kapitel Kleine Tiefkühlpraxis. Im alten in Zucker eingemachte Früchte, Fruchtsaft und Fruchtgelee, Marmeladen, in Essig eingemachte Früchte, in Salz eingemachte Früchte und Gemüse, das Einkochen in Dunst sowie das Einmachen in Büchsen. Haltbar machen war damals ein viel größeres Thema als heute. Es gibt im alten Kochbuch auch Rezepte, die heute nicht mehr oder kaum noch gekocht werden. Wisst ihr, was Labadan ist? Labadan ist Kabeljau, der direkt am Fangort in Salz eingelegt und in Holzfässer geschichtet wurde. Das ist heute nicht mehr erforderlich. Heute wird der Fisch direkt an Bord tiefgefroren.
Stockfisch wird hingegen durch Lufttrocknung haltbar gemacht. In Italien und Spanien ist Stockfisch immer noch populär. In Deutschland muss man wissen, dass es ihn im gut sortierten Feinkosthandel für teuer Geld zu kaufen gibt. Ein weiteres interessantes Produkt ist Lattwerge. Im Buch ist ein Rezept, Lattwerge von Zwetschgen zu kochen. Man wusch einen Malter Zwetschgen, das sind etwas mehr als 100 Liter im Raummaß, lässt 12 Liter Wasser kochen, gibt die Zwetschgen dazu und lässt sie 2 Stunden, ohne zu rühren, darin kochen. Anschließend werden sie ohne Unterbrechung 24 Stunden lang gerührt. Hättet ihr einen Topf, in welchen 100 Liter passen? Und könnt ihr euch vorstellen, 24 Stunden durchgehend in einem solchen Topf so eine dickflüssige Substanz wie Zwetschgenmus zu rühren? Schließlich kommen 30 Gramm, 2 Lot, Zimt, 30 Gramm Nelken und zerschnittene Pomeranzenschalen dazu. Man sieht, ob die Lattwerge fertig ist, wenn man ein wenig auf einen zinnernen Teller gibt und diesen umkehrt. Wenn der Tropfen nicht herunterfällt, ist die Lattwerge fertig. Einen Zinnteller hat heute wohl auch niemand mehr. Reden wir nicht vom Platz, der für die Aufbewahrung der Menge an Lattwerge erforderlich ist. Interessant sind die Pomeranzen, die ins Lattwerge kommen. Pomeranzen sind Bitterorangen, welche, wie auch die in Rezepten häufig verwendeten Zitronen, aus Italien importiert wurden. Hier kommt nun wieder August Zeileis ins Spiel, der Vater von Alfons Zeileis. Die Zitrusfrüchte wurden per Zug transportiert und von August Zeileis, der königlich bayerischer Bahnexpeditor im Güterdienst in Würzburg war, bearbeitet. Bitterorangen gibt es übrigens heute noch in Deutschland. Man erhält sie im gut sortierten Feinkostladen oder Obstladen. Allerdings nur zur Saison von Dezember bis circa März oder April. Gehen wir noch einmal zurück zum Thema Fleisch. Im Kochbuch von 1883 ist das Gemüse die Hauptsache. Fleisch ist unter dem Punkt Beilagen zu finden. Heute ist es umgekehrt. Außerdem gibt es zum Thema Fleisch die Kapitel gedämpfte Speisen, Ragouts, Braten und süße und saure gelierte Speisen. Interessant ist, dass im Gegensatz zu heute alle Teile der Tiere gegessen wurden, nicht nur Steak. Man findet Rezepte für Kalbsfüße, Hirn, Leber, Zunge, Lunge, Herz und Gegrös, das ist die Bauchfellfalte. Man isst Rind, Schaf, Schwein, Hase und jede Art von Geflügel, von der Ente über Hühner bis zur Lerche. Während das Fleisch der großen Tiere beim Metzger bestellt und abgeholt wird, geht das Buch in vielen Rezepten davon aus, dass Geflügel daheim gehalten wird, was in der Familie der Frau von Alfons Zeileis tatsächlich der Fall war. Entsprechend wird beim Rezept junge Hühner zu braten Folgendes empfohlen. Alles zahme Federvieh, ZB junge oder alte Hühner, Enten, Gänse und so weiter müssen einige Tage oder wenigstens eine Nacht vor dem Gebrauch geschlachtet werden, damit es Zeit zum Ausziehen und Auskühlen erhält. Sonst bleibt das jüngste Fleisch zähe. Das zum Braten bestimmte Federvieh wird nun trocken gerupft, wobei man sich jedoch vor dem Einreißen der Haut, zumal bei den jungen Hühnern, in Acht zu nehmen hat. Wie man ein Huhn oder analog auch einen Fisch ausnimmt, wird nicht beschrieben, ebenso nicht, wie man rupft und was man alles am Huhn für die Zubereitung lässt, zum Beispiel die Füße. Das ist Allgemeinwissen, welches man nicht weiter erwähnen muss. Das findet sich an vielen Stellen im Buch. Ein Beispiel dafür ist, Zicklein zu braten. Man füllt den Bauch mit einer guten Wegfülle, wie zur Kalbsbrust angegeben, näht ihn zu und brät das Zicklein nun mit Zwiebeln und Salz in Butter schön gelbbraun auf allen Seiten. Nach und nach gießt man wenig Wasser daran und rührt nach Belieben etwas Rahm vor dem Anrichten an die Soße. Das war's schon. Alles klar? Nur bei den Rezepten, bei denen es darauf ankommt, also Mehlspeisen, Kuchen und Torten, gibt es exakte Mengenangaben. Bei wenigen Rezepten steht dabei, dass sie für 6 Personen wären. Ansonsten wird häufig mit unbestimmter Menge in Form von einige oder nach Stückzahl zubereitet. Ein Hecht, ein Lachs, ein Zicklein, ein Kohlkopf. Angaben wie bei 180 Grad Celsius 30 Minuten auf dem mittleren Rost backen
gibt es natürlich auch nicht. Interessant ist noch die Anzahl der Fleischrezepte. Bei ca. 200 Rezepten ist als Hauptzutat Fleisch oder Fisch erkennbar. Das entspricht ca. 23,5% der im Buch gelisteten Gerichte. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass dieses Verhältnis ungefähr auch im modernen Universalkochbuch vorhanden ist. Die Zunahme des Fleischkonsums liegt also nicht an den vorhandenen Rezepten. Es gab übrigens damals schon vegetarische Kochbücher, zum Beispiel E. Walzhäusers Vegetarisches Kochbuch, welches 1893 bereits in der dritten Auflage erschien. Vegetarische Rezepte werden in der Zeitung, sogar in amerikanischen Zeitungen wie der New York Daily Tribune, am 28.10.1900 veröffentlicht. Es gab sogar schon vegetarische Restaurants. Am 27.08.1893 berichtet der Kölner Sonntagsanzeiger über das Thalysia in der Pippinstraße in Köln. Auch in Berlin gab es mehrere vegetarische Restaurants. Am 13.04.1899 wird im Queen County Herald vom Besuch aller ungefähr ein Dutzend vegetarischer Restaurants in London berichtet. Am 11.01.1903 berichtet The Sun bereits über 40 vegetarische Restaurants in London und in derselben Ausgabe von 2 vegetarischen Restaurants in New York und einigen in Paris. Vegetarismus war also durchaus schon verbreitet. Veganer gab es in dieser Form noch nicht. Jedenfalls nicht unter dieser Bezeichnung. Es gab allerdings schon Vegetarier, die sich ausschließlich von rohem Gemüse und Früchten ernährten. Vielen Dank, dass ihr mich in die Welt der Küchenkultur der Familie Zeileis begleitet habt. Auch im nächsten Video wird es wieder um ein spannendes Thema gehen. Es geht um Schulzeugnisse und Schulnoten. Welche Fächer gab es damals? Wie gut war Alfons Zeileis in der Schule? Und was konnte man außer Nachhilfeunterricht noch tun, um seine Noten aufzubessern? Das erfahrt ihr im nächsten Video.